Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die RoboCop Trilogie. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. RoboCop Trilogie, wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, das ist sie, die RoboCop Trilogie, die kommt hier in einer Box. Hier lesen wir einmal senkrecht von oben nach unten den Titel, also RoboCop Trilogie. Genau diesen haben wir dann hier auch abgebildet mit seinem charakteristischen Helm und dem Anzug. Ansonsten hier auf der Seite noch beschriftet, rechts ebenso. Auf der Rückseite lesen wir, was sich hier drin befindet. Also wir haben die Filme RoboCop, RoboCop 2 und RoboCop 3. Plus wir haben dann hier noch in der Special Edition diverse Zusatzinhalte oder ja, Making-of, Features und so weiter und so weiter. Die technischen Daten, Audio, Untertitel und so weiter. Okay, dann gibt ihr noch einen Barcode und dann schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier ein Schuber, den man abziehen kann. Und dann kommt hier die eigentliche Box zum Vorschein. Auch hier lesen wir wieder RoboCop. Ebenso hier. Und dann können wir das hier aufklappen. Also einmal hier nach oben, dann einmal hier nach unten, einmal nach links und einmal nach rechts. So, jetzt haben wir hier in der Mitte einmal das Booklet. Da schauen wir gleich mal rein. Genau, hier ist also nochmal alles im Detail geschildert. Was lesen wir hier? Schützen und helfen. Dann, wie man eine Maschine wird. Ein loyaler Partner. Die Rüstung und Robotronics. Dann geht es hier los. Nebenprodukte, Mord, Marketing, Minderbegabte, Molls und Madonna. Welche Stadt ist das? Nachweise. Dann die Szenenauswahl zu Film 1, ebenso wie die Darsteller. Die Szenenauswahl zu Teil 2 mit den Darstellern und dann auch noch Teil 3. Jawohl, also jede Menge Infos und Wissenswertes hier zum Thema RoboCop. Dann haben wir hier die einzelnen Filme, in diesem Fall Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Die wurden hier so entsprechend angeordnet. Nummer 1 hier aus dem Jahr 1987, Nummer 2 aus dem Jahr 1990 und RoboCop 3 1993 erschienen. Ansonsten, wenn man das hier so aufklappt, dann ergibt sich hier so eben ein großes Gesamtbild von RoboCop. Ja, und das war's auch schon. Wir packen das Ganze wieder zusammen. Moment, ich glaube, erst müssen wir hier... Nein, erst rechts, dann links, dann unten, dann oben. Genau. Und so ist es wieder vollständig. Jawohl. Also, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. RoboCop, RoboCop 2 und RoboCop 3, die drei DVDs, plus eben entsprechende Features und Bonusinhalte. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box RoboCop Trilogie. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr RoboCop unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.